Herzlich willkommen, mein Name ist Eugen Denisenko, ich bin hauptberuflicher Futures Trader und Gründer der Trago LLC. Und in dem heutigen Video möchte ich mal auf ein Thema zu sprechen kommen, weshalb, ich würde mal behaupten, der Großteil der nicht profitablen Trader nicht vorankommen und ein Konto nach dem anderen schrotten. Und zwar ist es die Frage des Trading-Kapitals. Damit möchte ich auch gleichzeitig die Frage beantworten, ist es realistisch mit 1.000 Euro zu traden? Und wenn ja, was kann man da realistisches erwarten und wie könnte man dort am sinnvollsten vorgehen? Als allererstes, die Frage des Kapitals ist eine grundlegende, mit der sich jeder Trader auseinandersetzen muss, noch bevor er den allerersten Trade absetzt. Es ist selbstverständlich etwas anderes, wenn du jetzt gerade in deiner Simulationsphase bist, ein Demokonto aufbaust, in der Research-Phase bist. Da sprechen wir von simulierten Trades, wo du dich noch nicht wirklich drum sorgen musst, dass du jetzt großartig auf das Risikomanagement fokussieren musst. Selbstverständlich schaut man, dass man auch da so realitätsnah wie nur möglich handelt, aber da geht es ja primär darum, seine Trading-Fähigkeiten, seine Setups zu erlernen, seine analytischen Fähigkeiten weiter zu bilden. Und das eigentliche Thema der Organisation, der Planung, des Aufbaus, der Skalierung, des Risiko- und Money-Managements, das kommt ja dann wirklich zu sprechen, zumindest bei denjenigen, die dann vorankommen möchten und nicht denjenigen, die einfach drauf pfeifen und sich dann wundern, warum sie ein Konto nach dem anderen schrotten. Da muss man sich mit der Thematik des Risikomanagements befassen, denn das Risikomanagement baut ja auf das Kapital oder auf dem Kapital auf. 1.000 Euro Trading. Wichtig ist immer zu schauen, man kann das wunderbar in Relation setzen zwischen Eigenkapital-Trading und Fremdkapital-Trading. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fremdkapital traden möchte und mal so die klassischen Anbieter mir anschaue, die ja aus dem Boden gekommen sind wie Unkraut, da gibt es ja zu Hunderten gefühlt schon Anbieter, die alle der Meinung sind, dass sie der Beste am Markt sind. Aber was man da halt immer feststellt, ist, dass die Kontomodelle an sich vom Aufbau her immer sehr gleich sind. Und was viele Trader ja nicht begreifen und wo meiner Meinung nach noch viel mehr Licht ins Dunkeln gebracht werden sollte, ist die Transparenz dieser Anbieter, vor allem die Aufklärung, um was es sich hierbei konkret handelt. Denn es handelt sich ja nicht wirklich um ein echtes 50.000 Dollar Trading-Konto, was wir hier zur Verfügung haben, schön wär's, sondern es handelt sich hier um gerade mal 2.500 Dollar, die wir maximal verlieren dürfen. Sprich, wir haben gerade mal ein 1/20 von dem, was man eigentlich glaubt, was man hier hat. Sprich, wir können hier nicht mit einem Risikomanagement von 1% oder 0,5% fahren und der Meinung sein, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, 500 bis 250 Dollar pro Trade zu riskieren. Es wäre schön, es entspricht aber nicht der Realität. Wenn ich jetzt 50.000 Euro Cash wirklich habe, mein Eigenkapital, dann kann man sehr wohl wunderbar auch mit diesem Geld arbeiten. Und ich meine, das sage ich immer wieder, wenn du eines Tages mal in dieser angenehmen Situation bist, in dieser privilegierten Situation bist, dass du mal auf einem hohen sechsstelligen Betrag sitzt, eventuell sogar siebenstelligen Betrag sitzt, ja, also ein Trading-Konto hast also mit so hoher Liquidität, dann bist du in einer hyper angenehmen Situation. Denn was die meisten ja versuchen, ist aus super wenig super viel zu machen. Und du hast, was du dann im Grunde genommen hast, ist, dass du den Spieß umdrehst und du hast super viel und du versuchst einfach nur einen gesunden Rahmen, eine gesunde Rendite zu erwirtschaften. Ich meine, wenn wir mal davon ausgehen, dass du jetzt, sagen wir mal, eine 500.000 aufgebaut hast. Wir müssen gar nicht so weit gehen. Wir können ja auch schon bei 100.000 anfangen. Wir haben 100.000 Euro Eigenkapital auf unserem Trading-Konto. Dann bist du in einer sehr angenehmen Situation. 1% Risiko ist mir immer noch zu viel. Wenn du 0,1% bis maximal 0,5% pro Trade riskieren würdest oder sogar unter 0,1%, dann bist du ja noch besser dran, was das Risiko angeht. Ich meine, du müsstest 10 Trades hintereinander verlieren, um gerade mal 1% zu verlieren. Das muss schon wirklich eine schlechte Drawdown-Phase sein, dass das passiert. Aber gehen wir mal davon aus, dass du tatsächlich
0,1% von deinen 100.000 riskierst, dann bist du bei 100 Dollar, 500 Dollar bei 0,5%. So, sprich, du riskierst bei 0,5% 500 Dollar pro Trade. Wenn du mit einem überdurchschnittlichen hohen CRV spielst oder ein überdurchschnittlich hohes CRV hast, was du anstrebst in deinem Profitabilitätsmanagement, was ich ja bereits in meinem Podcast erklärt habe, dann wirst du ja auf Dauer mal 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 Dollar auch aus deinen Trades rausholen können. Was ja wiederum dann wieder 2%, teilweise 2,5% pro Trade-Rendite von deinem Gesamtkapital ausgeht. Und du hast ja immer nur mit 0,5% Risiko gearbeitet. Sprich, du musst da nicht wirklich Angst haben, dass es dich irgendwann erwischt. Du kannst auch gewisse Drawdown-Phasen aussitzen können, ohne dass du Angst haben musst, dass du jetzt in den nächsten paar Tagen dein Konto implodiert und ja, du es gegen die Wand fährst. Anders wiederum ist es, wenn du, jetzt überleg mal, du hast nicht 100.000, sondern 1 Million. Dann reden wir von 1.000 Euro Risiko pro Trade mit 0,1% Risiko, was wirklich sehr wenig ist, aber 1.000 pro Trade Risiko, da kann man sich ja mal überlegen, was man dann auf der anderen Seite alles an Trades erwirtschaften kann, wenn du schon 1.000 Dollar Risiko riskieren kannst, dann kannst du wirklich hohe Renditen erzielen mit minimalem Risiko. Deswegen ist die Regel auch, schau, dass du am Anfang, und das ist das große Problem, am Anfang, wenn du wenig hast, vor allem wenn du ein Fremdkapitalkonto hast, dann ist es in Ordnung, auch mal eine gewisse Zeit lang mit unorthodoxem Risiko zu handeln, um dein Konto aufzubauen. Das ist grundsätzlich machbar. Die Statistik zeigt jedoch, dass das nicht von Dauer hält. Und wenn du auf Dauer halt immer dieses enorm große Risiko fährst, 5-10% teilweise, 20% pro Trade riskierst. Es funktioniert vielleicht für ein paar Tage, für ein paar Wochen, für ein paar Trades, aber die Statistik zeigt, wenn du permanent mit einem solch erhöhten Risiko handelst, wird es jeden Trader, er kann noch so gut sein, früher oder später erwischen. Das ist die Statistik. Das bedeutet, du kannst versuchen, aus ganz wenig viel zu erzeugen. Wichtig ist aber, dass du gewisse Ziele anstrebst und ab diesen gewissen Zielen dich drosselst, dich runterfährst, das Risiko minimierst und schaust einfach, dass du absicherst, weil früher oder später erwischt es jeden. Deswegen das Risikomanagement ist das A und O, und das verstehen die meisten nicht. Die meisten haben vielleicht mal ein Fremdkapitalkonto oder haben vielleicht ein Eigenkapitalkonto, ein 5.000 oder 10.000 Dollar Eigenkapitalkonto, haben es innerhalb einer Woche geschafft, auf 20.000 hochzuballern, also 100% Rendite und in einer Woche, was ziemlich ambitioniert ist, aber es ist nicht unmöglich. Kleine Konten können so enorm wachsen. Das Problem ist halt, dass man da halt nicht Halt macht, sondern man ist der Meinung, es läuft ja, es ist super, ich habe 100% in der Woche gemacht, jetzt möchte ich in der nächsten Woche das auch nochmal wieder verdoppeln oder jedes Mal 5.000 pro Woche verdienen oder 10.000 pro Woche verdienen. Aber für diese Ergebnisse muss dann entsprechend auch sehr viel riskiert werden. Und gerade wenn es dann mal nicht so gut läuft, kommen natürlich wieder die irrationalen Trades. Die Emotionen kochen hoch, wo man jetzt auch nicht wieder mit einem klaren Verstand handelt. Und das gepaart mit einem unorthodoxen Risikomanagement sorgt früher oder später dafür, dass du ein Konto hundertprozentig verlierst. Und das hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt. Es gibt genügend Beispiele, die dir das bezeugen können. Deswegen gilt, wenn du ein Eigenkapitalkonto aufbaust, ein Fremdkapitalkonto hast, dieses fundet hast, dann kannst du vielleicht, wenn es gut läuft, ein paar Tage das durchziehen, aber schau, dass du relativ schnell da auch den Absprung findest und dein Risiko runterfährst. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Zum Thema 1.000 Euro, wie gesagt, das eine ist Zocken, das andere ist Trading. Trading funktioniert nur mit dem richtigen Marktverständnis, mit klar definierten Setups und das gepaart mit Risikomanagement. Wenn eine dieser Komponenten fehlen, kannst du es vergessen, nachhaltig profitabel zu werden. Punkt. Wenn du jetzt mit 1.000 Euro tradest, dann hast du die Möglichkeit, auch hier mit einem gesunden Risikomanagement zu arbeiten. Hier bewegen wir uns aber nicht bei den Mini-Futures, sondern bei den Micro-Futures, sprich auch wiederum ein Zehntel von den Mini-Futures.
Da kannst du durchaus auch mit einem gesunden Risikomanagement anfangen, die erste Eigenkapitalerfahrung aufzubauen und dein Konto aufzubauen. Selbstverständlich wird es höchstwahrscheinlich nicht dafür reichen, dass du jetzt voll und ganz nach Abzug von Steuern etc. davon leben kannst. Aber auch da ist es nicht unmöglich. Aber es geht da halt primär darum, Erfahrung zu sammeln. Sprich, wenn du ein kleines, limitiertes Kapital hast von 1.000, 2.000 Euro, dann empfehle ich dir, nutze dieses. Geh nicht sofort in eine Fremdkapitalevaluation rein und schrotte erstmal 20 Konten, sondern schau, dass du anfängst, Risikomanagement zu lernen, den Bezug zum Eigenkapitalhandel zu lernen und da die ersten Erfahrungen zu machen. Und selbst wenn du da nur 5 Euro am Tag verdienst oder 10 Euro am Tag verdienst, dann ist das prozentual ja immer noch eine super Rendite im Verhältnis zu deinen verfügbaren Mitteln. Und so baust du deine erste Performance auf. Wichtig ist da halt, wie gesagt, schau nicht auf den Dollarbetrag, sondern auf den prozentualen Betrag. Dann kannst du es auch wunderbar ins Verhältnis bringen und dir auch ausrechnen, was wäre, wenn du jetzt das 10-fache an Eigenkapital hättest oder das 100-fache an Eigenkapital hättest. Und dann strebst du halt Stück für Stück diesen Aufbau an. Und Fakt ist, durch das exponentielle Wachstum, durch die Skalierung, kommt irgendwann der Punkt, wo du nach einigen Monaten, vielleicht auch einigen Jahren, aus diesen 1.000 oder 2.000 oder 5.000 Euro auch eine hohe 5- oder sogar 6-stellige Summe gemacht hast. Wenn du halt richtig skalierst und wenn du dein Risikomanagement nie übertrieben hast oder überstrapaziert hast und es immer noch in einem gesunden Rahmen gehalten hast, was dich auch nicht überfordert hat. Das ist entscheidend dafür. Sprich, es ist möglich. Wichtig ist halt nur, dass du geduldig bist und die meisten sind es nicht. Ich würde mal behaupten, mindestens 80-85% der Menschen, die an die Börse gehen, die ins Trading gehen, haben absolut falsche Vorstellungen, aber da sind auch die Coaches dran schuld, da sind die ganzen Markenbotschafter dran schuld, die ganze Industrie, die Trading-Industrie ist dran schuld, weil überall diese schnellen Versprechungen vom schnellen Geld gemacht werden. Und das kann man den armen Tradern, die da sich reinstürzen, auch gar nicht verübeln, weil sie einfach mit Versprechen gelockt werden, die absolut unrealistisch sind. Und wenn du meine realistische Einschätzung haben möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall versichern, jeder Coach, der dir versichert, hey, in 3 bis 6 Monaten bist du profitabel mit meinen Strategien, kannst du hauptberuflich traden, kannst deinen Job kündigen, kannst du eigentlich pauschal direkt als Scharlatan abstempeln, das wird nicht der Fall sein. Du wirst mindestens ein Jahr lang brauchen, um eine Basis aufzubauen, um dich in diese ganze Thematik einzuarbeiten. Allein wenn ich überlege, wie viel Screentime man braucht, wie viel Research man braucht, wie oft man auf die Mütze bekommen muss, Feedback bekommen muss vom Markt, um daraus zu lernen, die ganzen Daten erfassen, sammeln, damit arbeiten, damit wachsen etc. Das ist in 3 bis 6 Monaten nicht machbar und jeder, der was anderes sagt, ist ein Lügner. Deswegen kannst du da definitiv mit 1 bis 3, manche auch 4 und 5 Jahre einplanen. Und eine normale Berufsausbildung dauert auch 3 Jahre. Also warum solltest du dann im Trading, wo du ja auch das 10 oder teilweise 100-fache verdienst als zu einem normalen Beruf, dann auch anders sein? Trading ist alles andere als einfach. Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Aber wenn es dann einmal läuft, ist es nun die reine Wiederholung von dem, was man sowieso die letzten Monate und Jahre immer wieder gemacht hat. Und dann wird es auch stupide und langweilig. Die einzige Herausforderung, wie ich bereits gesagt habe, liegt dann einfach nur daran, die Skalierung dann hochzuschrauben, in Bereiche zu gehen, der Summen, die man so zuvor noch nicht kennengelernt hat. Und das ist dann wiederum spannend. Aber ansonsten, jeder, der da eine gewisse Systematik entwickelt hat, für den wird es auch nicht wirklich super anspruchsvoll sein und super schwierig sein. Wichtig ist halt erstmal in diese Position zu gelangen. Und um in diese Position zu gelangen, musst du erstmal die Basics richtig machen, logischerweise, und verstehen, worauf es wirklich im Trading ankommt. Und worauf es definitiv im Trading nicht ankommt, ist es, du gehst zu einem Coach, der Coach hat dir versprochen, ich bringe dir das Setup bei, ich bringe dir die Strategie bei, du machst das einfach 1 zu 1 so nach und kannst davon dein Leben lang leben und dir 1 Million Vermögen aufbauen. Denn bei den meisten ist es gelungen, da sie selber nicht mal 1 Million Vermögen haben oder vom Trading leben,
Deswegen ist auch da immer Vorsicht geboten und aufzupassen. Ich sage es immer wieder, validiere immer jeden Menschen, der dir irgendwelche Informationen vor allem verkaufen möchte, aber auch kostenlos gibt, hat er selber Erfolg oder nicht. Und wenn dir ein Coach erklären möchte, wie man tradet, er selber aber 600, 500 Dollar Trades macht, aber für eine Ausbildung 3, 4, 5.000, 2.000 Euro verlangt, dann sollte man hinterfragen, ob er wirklich mehr Geld mit dem Trading macht als mit dem Coaching. Ja, in der Hinsicht so viel dazu, so viel zur Kapitalfrage. Falls du Fragen zum Thema des Kapitals hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich lasse dir meine Meinung zukommen dazu. Kann dir auch sagen, was realistisch ist, was nicht realistisch ist, wo man am besten anfangen sollte, wie man am besten anfangen sollte. Wenn du da diesbezüglich Hilfe brauchst, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Und ansonsten heißt es natürlich wie immer, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Trading-Karriere. Und wenn du weitere Infos zu unserer Ausbildung wissen möchtest, geh gerne auf tralgo.com und informiere dich über das, was ich so mache mit meinem Team. Und ich bin mir sicher, wir können dir da ebenfalls im kurzfristigen Bereich des Tradings weiterhelfen. In der Hinsicht viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.